Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr könnt über die Timestamps direkt zu den Spielen springen, die euch interessieren. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr alles guckt. Wenn nicht, ist das aber auch nicht schlimm. Daumen nach oben, Abo, wenn es euch gefällt, aber nur wenn es euch gefällt. Jetzt geht's los mit Deutschland gegen Schottland. Gab schon als Einzelspiel hier auf dem Kanal. Aber danach ganz viele neue Spiele. Viel Spaß! Traditionsgemäß eröffnet der Gastgeber das Turnier. Das ist auch bei dieser Europameisterschaft der Fall. Deutschland gegen Schottland. Das Ganze in München im Stadion des FC Bayern. Schwierige Vorbereitung für Deutschland und für Schottland. Klar ist der Gastgeber hier der Favorit. Alles andere als ein Sieg zum Auftakt wäre ein harter Rückschlag. Aber sie haben sich viel vorgenommen. Mittelstädt bringt direkt mal Havertz in Position und der setzt sich durch und macht gerade mal nach 4 Spielminuten das 1:0 und das erste Turniertor. Da feiern auch Vorlagengeber und Torschütze gemeinsam. Gut durchgesteckt von Mittelstädt. Havertz bleibt stabil im Zweikampf und kann aus spitzem Winkel mit seinem starken linken Fuß den Treffer erzielen. Der Auftakt nach Maß ist also geglückt. Das sollte Selbstvertrauen geben nach eben zuletzt 2 schwierigen Spielen gegen Griechenland und der Ukraine. Schottland eher übers Umschalten nach vorne aktiv, aber das funktionierte selten gut, denn Deutschland hatte eine gute Gegenbewegung, hatte dann auch immer schnell wieder Zugriff, bevor überhaupt was Gefährliches entstehen konnte. So war es hier in der 17. Minute. Musiala, der Gun mal testet, aus extrem kurzer Distanz eine starke Reaktion des schottischen Torhüters. Jetzt haben wir aber mal so eine Situation, in der Schottland gefährlich werden könnte. McGinn hat den Ball, macht ihn fest, dauert eigentlich ein bisschen zu lange, dann aber nochmal der zweite Ball bei Schottland. Christie legt raus auf Robertson, der bringt eine gute Flanke und McTominay steigt hoch. Bringt dann einen Powerkopfball auf das Gehäuse von Manuel Neuer, der ja auch nicht mehr unumstritten ist, zumindest was man den 80 Millionen Bundestrainern so nachsagt. Hier kollidiert er noch etwas mit dem Pfosten, aber konnte weitermachen. Ein Tor nach 45 Minuten, früh ist es gefallen. Kai Havertz war der Torschütze nach 4 Minuten. Es war aber noch lange nicht gelesen, diese Messe. Es musste weiter nach vorne gehen. Auch vielleicht schon mal ein Statement setzen in Richtung der Konkurrenz. Deutschland erneut mit einem guten Beginn. Gündoğan, Musiala, 2:0. Wieder dauert es keine 4 Minuten, da schlägt Deutschland zu, 2:0 in der 49. Jamal Musiala könnte einer der Shooting Stars werden bei dieser Europameisterschaft. Gut weitergeleitet von Gündoğan. Und von der 16er Linie dann platziert und hart unten links rein aus Sicht des Schützens. ...20 Minuten vor dem Ende kam dann Leroy Sané in die Partie. Einige hatten ihn schon von Beginn an erwartet, aber es lief ja auch so ganz gut. Aber Sané zeigte direkt mal, warum man ihn auch als Startelf-Kandidaten sehen kann. Erste Aktion, direkt mal ein guter Abschluss, verdeckter Schuss, gut aber pariert vom schottischen Schlussmann, verhindert in der Situation das 3:0. Deutschland machte es, aber gut, Schottland hatte nicht mehr viel entgegenzusetzen. Keine Viertelstunde mehr zu spielen, guter Ball von Wirtz, wieder Havertz, diesmal noch mehr Platz und er macht es wunderschön zum 3:0. Die Entscheidung im Auftaktspiel für Deutschland, der gute Start in dieses Turnier. Standesgemäß auch und da zeigt Havertz seine Klasse, der
von manchen auch gerne auf der 10 gesehen werden würde, aber hier wurde er gut eingesetzt zweimal und konnte auch zwei Tore erzielen. Das war's dann. Die deutschen Fans waren zufrieden. Ein sehr souveräner Auftritt. Viel wurde nicht zugelassen. Schottland erwartungsgemäß wahrscheinlich mit der Niederlage, aber am Ende war es dann doch sehr einseitig und deutlich. Gute Voraussetzungen also für die Gastgeber, um weiterzukommen in diesem Turnier. Für Schottland dürfte es jetzt noch schwerer werden. Spiel Nummer 2 der Gruppe A, das ist Ungarn gegen Schweiz. Die anderen beiden Gruppengegner für Deutschland sind hier auf dem Feld. Die Schweiz in den weißen Trikots nahmen zunächst das Zepter in die Hand. Neu auf Shaqiri, der mit der Hacke in die Mitte. Und da war sie, die erste große Möglichkeit in dieser Partie. Man kann gar nicht mehr so sagen, dass jetzt hier eine dieser beiden Mannschaften groß favorisiert werde. Wäre auf jeden Fall Ungarn ein ernstzunehmender Gegner. Die haben sich in den letzten Jahren wieder richtig reingefuchst. Aber stark, was die Schweiz machte nach 35 Minuten dann. Der Führungstreffer, nicht unverdient zu diesem Zeitpunkt. Die ungarische Mannschaft konnte ihre Stärken bis dato noch nicht ausspielen und auch in der Defensive war es einfach zu luftig. 0:1 nach 45 Minuten, Amdouni mit dem bislang goldenen Treffer, aber weitere 45 Minuten waren zu bestreiten. Aber wieder ein guter Beginn der Schweiz. Vargas, Amdouni auf Vargas. 51. Spielminute, das 0:2. So kann man mal aus der Pause rauskommen. Richtig gut, was die Schweizer machten. Und da sind es dann auch mal die Mannschaften eines höheren Altersdurchschnitts, die hier auf sich aufmerksam machen. Das ist auf jeden Fall mal eine Statement-Leistung hier gewesen am ersten Spieltag. War aber noch nicht vorbei. Weiterhin die Schweiz, da ergaben sich jetzt auch größere Räume. Widmer! Dibosch mit der Parade. Viertelstunde war da noch zu spielen. Auch die letzte Möglichkeit gehörte den Eidgenossen. Steffen auf Amdouni, der hatte richtig Bock, aber es blieb bei seinem einen Treffer, aber da reichte auch plus Vargas. Ungarn verliert gegen die Schweiz mit 0:2. Auftakt in Gruppe B und das zeigt direkt mal dieses Duell, was das für eine Todesgruppe ist. Spanien, Kroatien, dazu noch Italien und als Außenseiter Albanien dabei, aber das ist auf jeden Fall ein dickes Brett für alle Mannschaften, auch wenn man als Tabellendritter weiterkommen kann. Hier möchte man nicht auf das Risiko gehen, eben als Dritter sich zu qualifizieren für die K.O.-Runde. Kroatien vielleicht hier leicht eigentlich als Außenseiter angesehen, aber wie die hier spielten und auftrumpften, das war alles andere als klein oder ängstlich. Und dann passierte auch das 1:0, das ist Lovro Mayer, den kennen wir aus der Bundesliga vom VfL Wolfsburg. Also Spanien hatte richtig Probleme hier ins Spiel zu finden und Mayer setzt den direkt unter die Latte. Ein sehr schönes Tor, Unai Simon, ohne jegliche Abwehrchance. Weiter Kroatien. Spanien wirklich abgemeldet in Durchgang 1. Modric bleibt dran. Stanisic, wieder Meier und Unai Simon. Diesmal kann er den Gegentreffer verhindern. Carvajals Rettungsaktion kommt dann zu spät. Meier machte wirklich auf sich aufmerksam. Und wenn man sich das so anschaut, dann ist Kroatien wieder absolut als ernstzunehmender Gegner einzuordnen. Spanien wirklich chancenlos.
Durchgang Nummer 2. Vielleicht ja mal über eine Standardsituation. Und diese Position hat es wirklich in sich. Und mit Grimaldo hat Spanien da einen überragenden Schützen. Aber den kriegt Stanisic mitten ins Gesicht. Aber einmal schütteln, dann konnte er weitermachen. Wieder eine Standardsituation. Rodri wird spät angegriffen, aber Pongracic haut sich dann noch rein. War die Frage, vielleicht da der Arm irgendwie mit dabei. Schauen wir nochmal drauf. Knifflige Aktion, also da haben wir schon für weniger Handelfmeter gesehen. Aber den gab es nicht und somit weiterhin 1:0. Die Zeit lief den Spaniern auch davon. Kroatien machte es weiterhin ganz gut. Modric in der 81. Minute mit dem Außenriss, aber zu harmlos. Es sollte aber nichts mehr werden mit der Aufholjagd. Und damit haben wir den Auftaktsieg für Kroatien. Spanien hingegen enttäuscht über weite Strecken in diesem Spiel. Dass es in diesem Turnier in der Europameisterschaft im Jahre 2024 keinen krassen Außenseiter mehr gibt, das kann man schon so sagen. Aber dennoch, Albanien in dieser Gruppe sicherlich so das kleinste Licht, ohne es despektierlich zu meinen. Und trotzdem hatten sie hier gegen Italien die erste Halbmöglichkeit, stellte Jorginho noch die Hüfte rein in allerletzter Sekunde. Dann mal Italien mit einem Vorstoß. Die taten sich schwer. Di Lorenzo setzt sich durch. Fratesi und Scamacca. Riesenchance. Macht er normalerweise rein. Aus kurzer Distanz dann aber zu unplatziert. Mit seiner Qualität ist das normalerweise ein sicheres Tor. Diesmal aber nicht, somit weiterhin 0:0. Wir sind weiterhin im ersten Durchgang, 5 Minuten noch auf der Uhr. Nochmal Scamacca aus der zweiten Reihe. Sie näherten sich Stück für Stück an, die Italiener, aber der Treffer war ihnen noch nicht vergönnt. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite. Di Lorenzo, Kopfball Chiesa. Nochmal eine gute Parade des albanischen Torhüters. Starkoscha lenkt ihn über die Latte und hielt damit das Pausen-0:0 fest. Das war für Italien nicht besonders zufriedenstellend. Es ging also in Durchgang 2 weiter, gegen dieses 0:0 anzukämpfen. Aber Kampf war das richtige Wort. Albanien haute alles rein und war eben doch nicht so ein gefundenes Fressen für Italien. Die taten sich schwer, aber ja, Albanien eben gesehen, auch die brachten nicht viel nach vorne zustande. Aber mit dem 0:0 würden sie sicherlich besser leben können. Aber sie kamen nochmal. Nachspielzeit, Flanke von der rechten Seite. Aber leicht zu halten für Donnarumma. Unter dem Strich bleibt mit dieser Chance die beste Möglichkeit des zweiten Durchgangs stehen. Und das bedeutet, auch Italien konnte nicht mehr treffen. So blieb es beim torlosen Remis. Das tut Italien sicherlich weh. Immerhin keine Niederlage, aber ein bisschen mehr hatte man sich wohl doch erhofft. Vor Gruppe C startet tatsächlich Gruppe D in das Turnier. Polen gegen die Niederlande. Welcher Zweck genau dahinter steht, muss man wahrscheinlich nicht hinterfragen. Bei Polen fehlte Lewandowski, auch wenn wir eben im Anschnitt sein Trikot gesehen haben. Favorit aber war auf jeden Fall die Niederlande. Gakpo in der 11. Minute testet er mal Wojciech Szczęsny, der hier im Volksparkstadion aber erstmal zur Seite abwehren kann. Die Niederländer hatten schon ein Übergewicht in Durchgang 1. Frimpong, Memphis Depay, Szczęsny packt eine Monsterparade aus. Dann verpuffte die Situation, aber es stand dann ein 0:0 zur Pause, bei dem man sagen muss, Glück für Polen, aber die Niederlande eben
mit einer schwachen Chancenverwertung, wenn sich das mal nicht zum Ende hin noch rächt. Aber die Niederlande auch weiterhin gut in dieser Partie. Xavi, Simmons, Frimpong, wieder Simmons auf Frimpong. Aber den muss man doch besser platzieren. Kommt er aus 11 Metern zum Abschluss und kommt viel zu zentral, dass Chesney den dann halten kann. Die Niederlande weiter mit gutem Druck. Memphis Depay legt zurück. Dann Mertner direkt dazwischen und nochmal die Schussmöglichkeit. Es war ein bisschen zum Verzweifeln für Oranje hier. Muss man aber auch dann Chesney das Kompliment machen. Der legte hier eine richtige Performance an den Tag. Auf der anderen Seite dann mal Polen mit einer Standardsituation. Flanke kommt von rechts und Szymański köpft das 1:0. Aus dem wortwörtlichen Nichts. Die Führung für die Polen. Aber die Fußballerweisheit, die ich mir jetzt mal erspare zu zitieren, die läuft dann häufig mal auf so einen Spielverlauf hinaus. 1:0, also für Polen noch genug Zeit, aber das Ganze wieder auszugleichen. Aber ewig auch nicht. Frimpong auf Memphis Depay. Chesney wieder mit der Parade. Dann kommt Xavi Simmons da noch reingespritzt. Der wäre im Abseits gewesen. Also fraglich, ob der Treffer gezählt hätte, wenn er drin gewesen wäre. Und dann springen wir in die Nachspielzeit. Depay nochmal mit einem Eckball. Der Kopfball von Reinders aber vorbei. Und das war sie. Die letzte Möglichkeit in dieser Partie. Polen glückt der Auftaktsieg, womit man nicht unbedingt rechnen konnte, zumal eben Lewandowski und Milik ausfallen. Aber Szymański macht's. 1:0 für Polen. Sonntag, 18 Uhr, Slowenien gegen Dänemark. Zwei Teams der Gruppe C treffen hier aufeinander. Dänemark in den roten Trikots. Schon Favorit in dieser Partie gegen Slowenien, aber die Slowenen, sie waren giftig von Beginn an. Viertelstunde knapp gespielt und da kommt er, der erste Abschluss, aber Kjær hält das Bein rein, lenkt den Ball ab, der geht dann klar am Tor vorbei. Nun mal eine aussichtsreiche Freischussposition für Dänemark. 23. Minute und Eriksen knallt den ans Außennetz. Wunderbare Schusstechnik, aber der dreht sich eben zu wenig. Das fängt dann nicht einmal die Kamera ein, schade. Aber viel hat nicht gefehlt. Der anschließende Abstoß, sagt man auch selten, aber so war es. Šeško legt vorne den Ball einmal rüber. Kurtic, da ist wieder Šeško und der macht das 1:0 für Slowenien. Aus einem Abstoß resultiert der Führungstreffer für Slowenien. Nachdem Šeško den langen Ball abtropfen ließ und dann in den Strafraum einzieht und trocken abzieht aus kurzer Distanz, ist da für Schmeichel nichts mehr zu halten. Das gab den Slowenen Selbstvertrauen. Hier kam sie, Kurtic! Aber nur mit ganz kurzem Jubel. Das 2:0 zählte zu Recht nicht. Eine Fußspitze im Abseits. Aber es war dann eben doch ziemlich knapp. Das war die beste Phase vor der Pause von Slowenien. Mit dem 1:0 ging es dann erstmal in die Halbzeit. Ausgeglichenes Spiel, Slowenien vielleicht den Ticken und das eine Tor besser. Aber es stand viel
hier auf dem Spiel für Dänemark, dass Saman und Šeško war eigentlich so die Mittelpunktsfigur, der Hauptcharakter. Højbjerg zeigt hier mal, wie unzufrieden er ist mit der Leistung von sich und seiner Mannschaft. Und das zog sich auch so durch im zweiten Durchgang. Jetzt mal eine Möglichkeit, vielleicht Højbjerg, aber der bleibt hängen. Und das ist symptomatisch gewesen für dieses Spiel. Slowenien setzt sich knapp durch. Benjamin Šeško schießt Slowenien zum Sieg in Gruppe C. Serbien gegen England, die wahrscheinlich beiden Favoriten für Platz 1 und Platz 2 in dieser Gruppe C. England in Weiß mit gutem Beginn. Kane! Die verdiente Führung nach 25 Minuten. Die Engländer hatten ein deutliches Übergewicht und nutzten dann die dritte, vierte gute Möglichkeit zum Treffer. Kane setzt den direkt unters Dach. Davon die Serben etwas geschockt. Bellingham auf Harry Kane. 2-0 für England. Kalte Dusche für die Serben. England ja auch von vielen als Turnierfavorit gesehen. Kann man wirklich die komplette Mannschaft eigentlich durchgehen und es ist ein Top-Spieler nach dem anderen dabei und eben dann auch ein Top-Torjäger. Der ist bei so einer EM auch ganz wichtig. Harry Kane mit einem Doppelpack. Durchgang Nummer 2. Verlief dann ähnlich. England bekam aber noch mehr Räume. Serbien lief ins offene Messer. Bellingham aus der zweiten Reihe. 0-3 sollte es aber noch nicht stehen. Weiter aber England. Bellingham, der Champions League-Sieger jüngst geworden. Harry Kane wartet noch auf einen Titel. Vielleicht wird es ja etwas mit der Nationalmannschaft. Er arbeitet zumindest mal wieder dran, mit seinen Treffern dafür zu sorgen. Serbien doch recht enttäuschend und das auch über die gesamte Spielzeit. England aber auch ein Top-Gegner. Die waren gut eingestellt und gewinnen am Ende nur mit 0-2, kann man schon so sagen. Da wäre durchaus mehr drin gewesen, aber sie werden alle Male damit zufrieden sein. Serbien unterliegt England mit 0-2. Das war es dann mit dieser ersten Prognose des ersten Spieltags. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Haut rein.